warum da draußen immer das ist, was ich will, obwohl ich glaube, ich will es nicht. So, hallo, hallo, herzlich willkommen bei einem neuen Video auf meinem Kanal Divine Design Manifestation. Wir beschäftigen uns damit, wie ich im Außen in der manifesten materiellen Materienrealität die Dinge zu sehen bekomme, die ich sehen will und die ich haben will. Heute möchte ich euch erklären, warum da draußen immer das ist, was ich will, obwohl ich glaube, ich will es nicht. Du manifestierst den ganzen lieben langen Tag, das heißt, deine Gedanken generieren Vorstellungen und diese Vorstellungen sind energetische Informationen und diese energetischen Informationen, die wirst du im Außen sehen, die werden dir im Außen gezeigt und deswegen heißt es Spiegeleffekt, weil du im Außen nur das sehen kannst, was du bist. Und du bist eben nun mal das, was du glaubst. Und das, was du über dich glaubst und über die Welt glaubst, über das, was da draußen zu sehen ist, die Menschen, die Häuser, die Tiere, all das trägt nur deine Ansicht. Im Prinzip ist jeder Mensch leer. Niemand hat freien Willen. Das sagt Neville Goddard. Das ist so. Niemand kann sich gegen deinen Willen dir gegenüber verhalten. Und es sind so simple Dinge, aber wenn du ehrlich zu dir selber bist und mal genau hinschaust, warum funktionieren Sachen im Außen mal und warum funktionieren sie mal nicht? Ganz banale Geschichten. Das, was du nicht willst, kann nicht für dich sein. Wenn du eine Person aus irgendeinem Grund ablehnst, kann sie nicht so sein wie eine Person, die du möchtest, weil du lehnst die Person ja ab. Und dann wunderst du dich, warum dein SP sich heiß und kalt dir gegenüber verhält. Und warum er sein Verhalten verändert, weil du deine Ansichten über ihn veränderst, weil du deine Ansichten über die Situation von euch veränderst. Und ich möchte jetzt mal eine Story mit dir teilen aus meinen Gesprächen. Und ich kriege immer so viele Sachen mit. Und deswegen kann ich dir wirklich sagen, du hast immer das, was du dir vorstellst, was du möchtest, auch wenn es so aussieht, als würdest du es nicht wollen. Aber es ist der Grundtenor, deine Welt, dein Leben, deine Realität ist der Grundtenor, wie du es möchtest. Und ob du es bewusst möchtest oder möchtest, weil du glaubst, es ist so gut oder es ist so richtig oder es gehört so gemacht, es ist völlig egal, warum du es möchtest. Es wird so sein, wie du es möchtest. Und die Dinge, die du nicht möchtest, die werden wegbleiben. Aber nicht, weil du sagst, ich möchte sie nicht, sondern weil du in dir ganz tief und fest das nicht möchtest. Und da geht es nicht darum, dass du sagst, ja, aber ich möchte es nicht und ich möchte das nicht und ich möchte das nicht. Wenn du es letztendlich doch lieber möchtest als die anderen Alternativen, die du gerade siehst, wird es so bleiben, wie es ist, weil das Bekannte, egal warum, solange du es lieber möchtest, wie etwas anderes, etwas Neues,
wird die bekannte Situation so bestehen bleiben, wie sie ist. Erst dann, wenn du dich für etwas stattdessen 100% entschieden hast, wirst du das Neue manifestieren. Aber solange du noch mit einem Fuß, mit einer Überzeugung, mit einer Ansicht fest verbunden mit dem Alten bist, die du nicht loslassen möchtest, wird sich das Neue nicht zeigen können. Es ist energetisch eine absolute Unmöglichkeit. Solange du die Frau, der Mann, die Person bist, die sich in diesem Leben, in dieser Rolle sieht, kannst du nicht ein anderes Leben, eine andere Rolle, eine andere Identität annehmen. Kern der Veränderung des Außen ist die Veränderung deines Innen. Und das heißt, das, was du über dich glaubst, was du gut findest, was dir entspricht, was dir gefällt, was du haben möchtest. Und jetzt komme ich zu dem Beispiel. Das Beispiel ist eine Frau, mit der habe ich gesprochen. Sie hat sich vorgestellt, dass sie ihren Mann verlässt, die zwei Kinder mitnimmt und mit ihrem Traummann, mit ihrem Traum-SP ein neues Leben beginnt. Und sie hat sich vorgestellt, dass es so ist, dass ihr Lebenspartner, der Vater der Kinder, dort leben bleibt, wo sie jetzt gemeinsam leben als Familie und sie dann auszieht und ein neues Leben mit einem neuen Mann an ihrer Seite in einer neuen Wohnung lebt. Und dann hat sie sich vorgestellt, dass sie dann super glücklich wäre. Weil der neue SP, der inspiriert sie, der macht sie glücklich, der ist abenteuerlustig, der hat den Duft der Freiheit. Und der alte SP ist der Familienvater, der sorgt für die Sicherheit der Familie finanziell. Er sucht kein Abenteuer, der sucht keine Risiken, sondern der sucht Sicherheit. Was glaubst du nur, was sie sucht? Sie sucht Sicherheit. Sie schaut aus ihrem sicheren Hafen mit ihrem sicheren SP, mit ihrer sicheren Familie, die so langweilig ist, daraus ins Abenteuer. Sie beobachtet das Abenteuer aus einem sicheren Hafen heraus und wünscht sich, ach, wenn er mich endlich, wenn er meine Liebe erwidern würde und wenn wir dann endlich gemeinsam diese wunderschöne Zukunft hätten und unsere wunderschöne neue Wohnung, neues Haus und wir sind beide selbstständig und arbeiten zu Hause und wir leben so aufregend, prickelnd und abenteuerlich. Das sind die zwei Welten, die sie sieht. Dann schaut sie nach links und sagt, oh, so langweilig und der ist so langweilig und so normal und kein Prickeln, keine Inspiration, nichts kommt von da. Aber dieser neue SP, der prickelt und der bringt mir all das, was ich brauche. So, und hier ist der Trugschluss. Es geht der Dame nicht darum, ihre Kinder vom Vater zu trennen, das möchte sie überhaupt nicht. Sie möchte auch keine Unsicherheit haben. Aber sie möchte Abenteuer. Sie möchte prickeln. Das möchte sie. Es geht ihr um das. Und sie hat gedacht, um dieses Abenteuer und um dieses Prickeln zu haben, muss sie die Familie verlassen und diesen Mann verlassen und die Kinder dem Vater quasi wegnehmen und die Familie zerstören, um dieses Abenteuer und dieses Prickeln zu lernen, zu leben. Gleichzeitig will sie das nicht. Weil der Preis zu hoch ist, weil sie das eigentlich gar nicht möchte. Aber sie möchte Sicherheit.
Sie möchte Familie. Sie möchte gleichzeitig prickeln, das sie nicht hat, weil sie glaubt, dass dieses Prickeln durch diesen SP da draußen, diese Inspiration in ihr Leben kommt. Weit gefehlt. Da sitzt sie da, in der Mitte ihres Lebens, schaut nach links und schaut nach rechts. Und das will sie so haben, weil dieses Prickeln, das zieht so. Und gleichzeitig ist sie nicht bereit, die Sicherheit und die Familie kaputt zu machen. Das möchte sie haben. Sie möchte Familie. Sie möchte mit dem Vater der Kinder eine Family haben. Sie möchte die Sicherheit und gleichzeitig möchte sie dieses wahnsinnige Prickeln und diese Hotness. Gleichzeitig weiß sie aber auch, dieses Prickeln und diese Hotness kommt nicht durch diesen Menschen und bleibt auch nicht durch diesen Menschen, sondern wenn ich diese Prickel und dieses Hotness will und darüber muss und damit es das bleibt, auch mit diesem neuen, muss ich die sein, die inspiriert ist. Muss ich die sein, die abenteuerlustig ist, die aufgeschlossen ist, die prickelnd ist. Was sonst haut der auch gleich wieder ab. Dann sitze ich da, habe eine Familie kaputt gemacht, die ich eigentlich gar nicht kaputt machen will, habe meine Kinder involviert, was ich eigentlich auch nicht will, weil ich ja eigentlich im Grunde meines Herzens schon weiß, dass es Bullshit ist, sehne mich aber schon seit Jahren nach diesem Mann. Und er verspricht mir immer Sachen und sagt, wir machen das und wir machen Urlaub und dann machen wir es nicht. Es liegt nicht an diesem Mann, es liegt darin, dass ich genau weiß, dass ich am Holzweg bin. Dass das nicht die Lösung für meinen Wunsch, für meinen Desire ist, dass dieser Mann das gar nicht ist, sondern dass ich das bin. Ich muss wissen, was ich will und wer ich will. Wer ich sein will, wie ich leben will, wie mein Lebensmodell ist, wie mein Lifestyle ist. Was bringe ich? Mein SP hat keinen eigenen Willen. Der passt sich immer an. Immer, immer, immer. Und für die lieben Männer da draußen, überlegt mal, wenn ihr das jetzt hört. Ja, das macht ihr. Die Frau führt. Und ihr passt euch an. Und die Frau passt, ihr seid bereit, ihr habt das gerne, wenn die Frau weiß, was sie will, wenn sie glücklich ist, wenn sie prickelnd ist, wenn sie abenteuerlustig ist. Da wollt ihr hin, diesen Hafen wollt ihr haben. Und wenn die Frau sich anfängt zu verändern, seid ihr sehr leidenswillig. Immer wieder hoffend. Die ändert sich wieder, die ändert sich wieder. Ich weiß, dass es was anderes ist. Und deswegen, der Mann verlässt nie die Frau. Die Frau verlässt den Mann. Die Frau sagt, ich will nicht mehr. Die Frau sagt, ich breche meine Zelte ab. Und zwar sagt sie das in sich, emotional, wenn dann der Mann es nachher zuerst ausspricht oder zuerst Action macht, also Handlungen macht und geht, hat die Frau jedes Mal vorher mit dem Mann abgeschlossen. Jedes Mal. Kein. Und wenn die Frau sagt, ja, aus dem heiteren Himmel, hat er seine Sachen gepackt und ist gegangen. Nein, Lady, es war nicht aus dem heiteren Himmel. Du hast ihn abgelehnt. Vorher, schon lange. Und wenn du sagst, ich habe nie damit gerechnet, dass er geht, du hast vielleicht nicht gedacht, dass er geht, weil du nicht damit gerechnet hast, dass seine Energie so stark ist, weil du nicht damit gerechnet hast, dass irgendwann mal steht der Tropfen hält den Stein, dass es dann ankommt, deine Energie der Ablehnung, dass du ihn nicht möchtest. Aber niemand geht, wenn du die Person in deinem Leben haben willst. Und das heißt, du kannst jede Person in deinem Leben haben, du musst sie nur gerne haben. Und wenn du jemanden ablehnst, wirklich komplett, das komplette Package, richtig, mehr ablehnst, als behalten möchtest, der Story, die ich vorher erzählt habe, wollte sie mehr die Familie behalten, mehr die Sicherheit behalten, als sie dieses Abenteuer wollte. Deswegen hat sie das Abenteuer auch nicht bekommen, weil sie es nicht wollte. Sie möchte aber das, was sie hat, wirklich, wirklich haben.
fühlt sich aber nicht wohl drin, weil sie sich in ihrem eigenen Körper nicht wohlfühlt, weil sie sich mit ihrer eigenen Identität nicht wohlfühlt, weil sie sich mit ihrer eigenen Ansicht nicht wohlfühlt, weil sie sich mit ihren eigenen Rückschlüssen nicht wohlfühlt. Und das kann sie locker ändern. Und dann hat sie, wie man bei uns sagen würde in der Schweiz, das Füfeli ins Weckli. Dann hat sie alles. Nur das Verständnis, wie die Sachen zustande kommen, musst du haben. Die Eigenverantwortung, die eigene Kraft, die eigene Power wahrnehmen. Sie in dir liegt. In dir heißt nicht irgendwo da drinne in meinem Körper, sondern es heißt in meiner Vorstellungswelt. In meiner Vorstellungswelt entstehen die Energien, welche die Informationen sind. Ich mag dich, ist eine klare Energie der Liebe. Aber die Information dahinter ist, ich will eins sein mit dieser Vorstellung. Diese Vorstellung bin ich. Ich lebe in dieser Vorstellung. Das gefällt mir. Und die meisten haben hier eine Vorstellung außerhalb von sich und sagen, oh, diese Vorstellung gefällt mir, diese Vorstellung gefällt mir. Leben aber in einer anderen Welt. Und schauen dann immer, oh, wie schön wäre es. Oh, die können das alle. Das ist nicht der Weg. Du machst dir die Vorstellung und gehst rein und bist die, die da lebt. Und dann ist es egal, wo das ist und mit wem das ist. Das entscheidest du einfach. Und deswegen kannst du aus jedem Menschen den machen, was du willst. Und in meiner Geschichte kann diese Lady, wenn sie sich verändert und diese abenteuerlustige und inspirierte Frau ist und diesen Mann genauso sieht als der, der zu ihr passt und sie unterstützt und genau das mit ihr teilen will, Lebenslust und Inspiration, bam, hat sie Fünferle und Zweckli. Und diese andere Realität da draußen hat ihr nur dazu gedient, um herauszufinden, wer sie sein will, wie sie leben will, was sie über sich denken will. Und diese Realität, die sie vorher hatte, hat ihr dazu gedient, herauszufinden, was sie auch möchte. Und jetzt kann sich da alles in sich vereinen, die Lady werden, die genau dieses Leben hat, diesen Lifestyle hat, diese Partnerschaft hat, diese Familie hat, diese Aufregung hat, alles. Jeder kann das haben. In Beziehung oder und im Business. Und ich habe zwei Programme, wo wir das erarbeiten. Das eine ist Rising Up, du bist diese Lady. Und das andere ist Absolut. Und da geht es mehr noch um Business. Es geht darum, wie du absolut diese Business Lady bist. Und natürlich bist du sie auch im Privat, dann diese wunderbare, erfolgreiche, gewollte, ob du von deinen Kunden gewollt wirst oder ob du von deinem Partner gewollt wirst und deinen Freunden, das ist völlig egal, du bist doch diese Lady. Wir nehmen nur zwei verschiedene Perspektiven her und du musst für absolut schon begriffen haben, wer du wirklich bist und absolut bereit sein, in deinem Business diese Frau zu verkörpern, die auf dem höchsten Level Rising Up Business macht. Du musst schon ein Business haben, um in deinem Business Rising Up zu machen. Das ist absolut für dich und für das Programm Rising Up brauchst du noch kein Business. Du kannst eins haben, du kannst eins haben wollen. Aber hier geht es wirklich vermehrt drin, dich zu bestärken in dir selber, dass du dann dieses absolute Business outpushen kannst. Ja. Und so hängen diese beiden Programme zusammen. Und in Rising Up kannst du immer rein, mit und ohne Business, aber in Absolut. Da geht es darum, dass du diese absolute Lady in diesem Business, in deiner Angelegenheit verkörpern möchtest, überall sonnenklar dastehst. Und es ist so ein geniales Programm und es geht 6 Monate und es spart dir, sag ich jetzt mal, plus minus 5 Jahre. Das, was andere
Investieren in 5 Jahre Coaching kannst du mit absolut in 6 Monaten dahin zu so bringen, dass es dir sonnenklar ist, wer du bist in deinem Business, wer du, als wer du dich erlebst in deinem Business, wie du dich feierst, wie du dich spürst, wie du dich wahrhaftig verkörperst durch dein Business. Und ich beobachte immer wieder Ladies, die sind auch an diesem Punkt, an dem du nach 6 Monaten Rising Up bist. Und diese Ladies, die ich jetzt auf dem Schirm habe, wo ich die Namen nennen konnte, die jetzt wirklich da sind im Absolut, was die für Umwege gemacht haben und die, die ich jetzt hier wirklich mit dem Finger drauf zeigen könnte, die sind 5 Jahre gegangen. 5 Jahre. Immer wieder dahin, mal das probiert, mal das Businessmodell probiert, hier mal ein bisschen Geld verdient, da mal ein bisschen reingegangen. Aber das ist ein Weg. Aber befriedigend ist es nicht, weil du bist immer auf der Suche. Und das möchte ich für dich, dass du aufhörst zu suchen. Und dass du da lernst, mit dir selber so zu arbeiten, dass du im Außen die Realität hast, kreierst und generierst, die du dir wünschst. Rising Up und Absolut sind offen für dich, sind lebensverändernde Programme, weil sie natürlich das für dich manifestieren, was du erleben möchtest. Und nachdem du jetzt offensichtlich noch suchst, ist es genau richtig für dich. Ich freue mich, von dir zu hören und wir sehen uns im nächsten Video. Teilen und liken. Hier ist so viel wichtiger Gratis-Content drin, der erleuchtet. Und Erleuchtung ist mal der erste Schritt. Diese Klarheit über das Prinzip, über die Wahrheit, über das, was wir wirklich sind. Nur wenn du erleuchtet bist, läuft das Leben nach dir. Ansonsten glaubst du immer noch, dass da außen irgendeine Welt, eine Energie, ein freier, gegen dich gerichteter Wille ist, der dir das Leben schwer macht. Es ist nicht so. In diesem Sinne, bis ganz bald.